Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Landwirt.com hat vor einiger Zeit dazu aufgerufen, Selbstbauprojekte von Landwirten einzuschicken. Und genau das hat der Herr neben mir getan, nämlich der David Döller aus Reichenau an der Rax. Hallo David. Ja, hallo, grüß dich. David, erzähl uns einmal, was war dein Selbstbauprojekt? Was hast du uns geschickt? Also mein Projekt ist ein Saugarm am Güllefassl. Mich hat das dazu inspiriert, dass ich mir gedacht habe, ich möchte einen sauberen Gülleplatz, einen sauberen Arbeitsplatz, einen Traktor, ich möchte keinen Dreck. Immer die Handschuhe anziehen müssen, oft Rings beim Gülleführen. Es ist einfach, das hat mir halt einfach nicht getaugt und jetzt habe ich mir gedacht, da muss irgendwas Günstiges her, eine günstige Variante. Und dann habe ich da im Prinzip einen Saugarm entwickelt und konstruiert und ja, selber zusammengebaut und funktioniert jetzt schon seit einem Jahr einwandfrei. Was habt ihr vielleicht für Gülleaufkommen und wieso gibt es so einen Saugnapf nicht zum Kaufen? Also im Prinzip, wir sind da mit 60 Kühen haben wir einen Milchviehbetrieb, wo die Gülle rein in diese Grube rinnt, von den 60 Milchkühen. Und im Prinzip gibt es das zum Kaufen, so wie das ist, schon. Nur ich wollte eine kostengünstige Variante haben. Ich habe mir die Teile selber gekauft, das Drehelement vom Saugarm, die Hydraulikzylinder, die Schieber und im Prinzip alles andere habe ich selber entwickelt, weil der Grund war, ich habe eine Untenansaugung bei der Güllegrube und die meisten Saugarme haben jetzt da keinen Schieber, haben jetzt da, und du saugst von der Oberfläche an, jetzt kann die Gülle natürlich über den Saugrüssel in den Becher und rinnt wieder zurück in die Grube. Kann ich aber da nicht, weil ich da eben zuerst, wenn ich jetzt das Fass befülle, fahre ich her, Tag an, so wie ich jetzt angetaugt habe. Dann mein Arm, wenn er niedergeht, schaltet genau gleich um auf Saugen, auf was, Verdrücken auf Saugen. Geht automatisch, dann docke ich an. Schalte ich die Zapfwelle über den Traktor. Dann sauge ich einmal den Restbehälter leer, der was da drinnen ist, wo meine Gülle vom vorigen Fass drinnen ist. Das heißt, jetzt ist der Kugelhahn offen bei der Restentleerung. Mhm. Jetzt kann die Gülle da rinsrüber, weil der Schieber ist zu. Da rinnt es runter und im Prinzip rinnt es dann im Behälter rein. Und wenn ich jetzt da aussauge, sauge ich den Behälter im Blauen einmal leer. Mhm. Dann mache ich mit einem doppelwirkenden Steuergerät beim Traktor, öffne ich durch die Platten den Schuber, der was durch die Federn wieder zugeht automatisch, drücke nieder, geht die Restentleerung automatisch zu und dann kann ich mit dem, im Prinzip sauge ich dann von der Grube an, wenn der Behälter leer ist. So funktioniert das. Okay, und was hast du so gelernt, dass du das alles umsetzen kannst und selber bauen hast können? Ich bin gelernter Schlosser. Ich habe 3 Jahre Fachschulwart gemacht in der landwirtschaftlichen Fachschule. Da gibt es einen 4. Lehrgang, einen Aufbaulehrgang, eben als Schlosser. Den habe ich angehängt, war eine super Sache. Habe 2 Jahre gearbeitet jetzt in einer Firma als Schlosser in Glocknitz. Und habe aber jetzt ab 1. Jänner bin ich daheim fix am Betrieb, weil es sich zeitlich nicht mehr ausgegangen ist. Okay. Was hat dir das eigentlich gekostet, das Umbauprojekt? War das eine große Investition? Nein, eben nicht, weil im Prinzip, wenn man das kaufen würde, dreht sich das Ganze schätze zwischen 5.000 und 7.000 Euro, spürt sich das einmal an. Aber da ist rein der Arm mit dem Becher, du hast jetzt da keine Untenansaugung, alles, wie ich jetzt da habe. Im Prinzip habe ich ausgegeben zwischen 1.500 und 1.600 Euro in der Preisklasse und meine 30 Arbeitsstunden, was ich daran gearbeitet habe. Ja, David, danke, dass du uns dein Projekt gezeigt hast und mit deinen Bastler-Talenten dürfen wir vielleicht die bald wieder mal besuchen kommen und schauen, was dein nächstes Projekt dann so war. Ja, und euch lieben Zuschauern, danke ich fürs Zuschauen und wenn ihr auch ein Bastelprojekt zu Hause habt, dann schickt es an landwirt.com. Wir würden uns freuen, die besten Projekte werden ausgewählt und wir kommen euch gerne besuchen. Viel Spaß beim Schauen, Stöbern und Suchen auf landwirt.com.